Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich bin Frau Kollegin Seibert ausgesprochen dankbar dafür, dass Sie die Sache, die Diskussion wieder vom Kopf auf die Füße gestellt haben. Weil hier ging es tatsächlich nicht um irgendwelche Zahlungen, Leistungen des Staates an Religionsgemeinschaften, Kirchen etc. pp. Herr Verheyken, der Reichsdeputationshauptschluss, regelt das übrigens auch nicht irgendwas mit Kirchensteuern. Er regelt Entschädigungsleistungen, die im Jahre 1803 zu zahlen waren. Punkt. Mehr nicht. So, hier geht es eigentlich um eine Sache, die genau genommen klar sein müsste. Und zwar spätestens seit der Zeit, als der Evangelist Matthäus sein Evangelium aufschrieb. Das muss ich nun doch zitieren. Matthäus 22, Vers 15 bis 17. Einige von Ihnen werden das kennen. Da gab es so ein paar Schlitzohren, die wollten seinerzeit, die nannten sich Pharisäer, den Herrn etwas schneller ans Kreuz liefern, als es eigentlich vorgesehen war. So, dazu stellten sie ihm eine Falle. Sie zeigten ihm diese kleine Münze. Hier, Herr, sollen wir das anbeten? Die Münze mit dem Abbild des Kaisers. Sollen wir Steuern zahlen? Sollen wir keine Steuern zahlen? Die Antwort von Jesus lautete, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und gebt Gott, was Gottes ist. Punkt. Und genau darum geht es. Es geht um die Frage, wer erhebt überhaupt Steuern? Wer darf Steuern erheben? Was wird damit gemacht? Und bitteschön, ziemlich klar wird dargestellt im Evangelium, dass das staatliche Eintreiben von Finanzen für religiöse Zwecke genau genommen diesen Zwecken widerspricht und ihnen auch schaden kann. Es geht nicht darum, ob hier nun die Linken irgendwie so ganz toll finden, was da an der Isar gemacht wird. Aber da steckt natürlich eine reale Überlegung dahinter. Drehen wir mal den Spieß etwas um und reden nicht über Kirchen. Reden wir mal, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Sozialdemokratischen Partei, Sie hatten vor gar nicht so langer Zeit abgefeiert ein, glaube ich, 120-jähriges Gründungsjubiläum. Es gab eine Zeit, da bekam die Mitgliedschaft der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands regelmäßig einmal im Monat Besuch vom Ortskassierer. Einmal im Monat. Und der kassierte die Beiträge ein. Das hatte zu Zeiten schlimmster Pressionen auf die Partei in der Zeit des Kaiserreiches den schönen Nebeneffekt, dass tatsächlich, und der war erwünscht, dieser Effekt, dass tatsächlich die Verbindung zwischen den Parteistrukturen und den Mitgliedern eine sehr enge war. Man hielt Kontakt und nichts anderes machen die bayerischen Bischöfe. Sie halten durch die Art und Weise sehr engen Kontakt, die Art und Weise der Kirchensteuereintreibung. Also es wäre ein völliger Unsinn, hier zu sagen, das ist eine kirchenfeindliche Aktion, wenn man dieses System ändert. Gestatten Sie eine Zwischenfrage? Ist es überhaupt nicht? Ja, bitte. Bitte, Herr Verheyken. Sind Sie denn der Auffassung, verehrter Abgeordneter, abgesehen jetzt von den dankenswerten geschichtlichen Exkursen jetzt gerade nochmal, dass es dann sinnvoll ist, den Staat in bestimmten Dingen zu entmachten und die Kirche zu stärken? Das wäre nichts anderes als das, was Sie gerade vorschlagen, das Prinzip Bayern. Achso, ich darf antworten, ja? Es geht ja nicht um die Frage entmachten oder stärken. Es geht einfach um die Frage, bitteschön, ist der Staat dafür zuständig und haftbar zu machen, dass ein Dritter sozusagen die ihm pflichtschuldig zustehenden Beiträge seiner Mitglieder in vollem Umfang erhält oder nicht? Das ist die Frage. Ich zweifle nicht an, überhaupt nicht, dass die Kirchen das Recht haben, von ihren Mitgliedern Kirchensteuern zu erheben. Können sie, sollen sie, ist deren Sache. Irgendwie müssen sie sich finanzieren. Aber bitteschön, in Zeiten eines modernen, aufgeklärten Staatsverständnisses, wir sind nicht mehr im Mittelalter, wir haben keinen Gottesstaat mehr, wir haben keinen Kirchenstaat mehr. In Zeiten eines modernen Staatsverständnisses, sozusagen in Zeiten des Triumphes des aufgeklärten Verwaltungsstaates, ist es eigentlich nur recht und billig, wenn man da endlich diese Linie zieht und eine Trennung herbeiführt. Die Damen und Herren, die seinerzeit das Grundgesetz formulierten, gingen davon auch aus, sie haben diesen Gestaltungsspielraum eingeräumt, den Landesparlamenten. Die Herren, die die Weimarer Reichsverfassung schrieben, haben diesen Gestaltungsspielraum eingeräumt. Und es ist eigentlich nur schwer verständlich, weshalb das Land Berlin sich noch nicht mal bereit ist, darüber nachzudenken, ob es denn seinen Paragraphen 1 Absatz 2 des Kirchensteuergesetzes doch tatsächlich einmal interpretieren kann. Da steht wortwörtlich, die Verwaltung der Steuer obliegt
der steuerberechtigten Religionsgemeinschaft, soweit sie nicht nach § 2 des Gesetzes etc. pp. in der jeweils geltenden Fassung den Berliner Finanzbehörden übertragen wird. Das heißt, auch unser Kirchensteuergesetz räumt die Möglichkeit ein, dass die Kirchensteuer selbstverständlich von den Kirchen erhoben werden kann, Herr Vereiken. Und das ist keine Frage von Kirchenstärken und Staatsschwächen oder umgekehrt. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich halte diesen Antrag der Piraten für sehr sinnvoll.